Toll. Hat ihn das jetzt abgelenkt? Nö. Ja, ich bin begeistert. Sah immerhin ganz toll aus, aber gebracht hat es jetzt auch nichts. Das ist scheiße. Ich will das haben, was da drin ist. Naja, mal gucken. Der ist doch garantiert oben in seinem Bett, der Typ. Ja, oder er liegt neben seinem Bett. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So, das können wir direkt zu Junk adden. Danke für den Tipp, Mr. Berserker Jack. Der ja immer so nett meine Videos verfolgt. Wäre ich nicht drauf gekommen, dass ich das auch hier rechts klicken kann direkt. Nehmen wir alles mal schön in den Junk rein. Dienstag, das Buch. Toll. Dann können wir nämlich diese ganzen billig weißen Items einfach mal direkt schrotten. So, ein Kleiderschrank. Ein Gebetsbuch, das braucht man natürlich nicht. Gauntlets of the Legion. Das könnte gut sein, könnte aber auch kacke sein. Schauen wir mal. Wir haben ja, glaube ich, schon gute Handschuhe. 7% mehr Schaden. Wir haben diese Dinger, die mich heilen. Wie sehen die denn aus? Die sehen aus wie von dem Belen-Set. Was hat denn das für Set-Boni? Plus 2 zu allen Might-Abilities. Okay, das sieht aus wie ein Set, was verdammt stark sein könnte, wenn wir es voll kriegen. Was natürlich nicht passieren wird, weil wir eh kein Glück haben mit Items. Aber wir nehmen es einfach. Notfalls können wir es ja in unseren Schrank stopfen. So, die weißen Items lasse ich jetzt mal. Ich glaube, die sind eh nichts wert. Hier haben wir noch einen Schrank. Ah, der ist unlocked. Dafür haben wir den Schlüssel gefunden. Was ist das hier? Weiß nicht, aber Storage Case sieht verdächtig aus. Das war da drin und könnte dann wahrscheinlich irgendwas Nützliches sein. Jetzt reden wir mal mit dem hier. Friend. Bruder Edwin. Welcome to St. Edric's. You're here to meet with Father Ater, yes? The father's always playing host to interesting individuals such as yourself. His quarters are on the second floor of the mission bunkhouse. Most of his days are spent inside working on his research. I don't understand a word of it. Ja, das ist sehr schön, was du mir erzählst, aber der Typ wurde umgebracht. No, I knew that they were arguing, but I never imagined that it would lead to... To murder. It's enough to make a man question his faith. Der sieht aus wie Caillou, nur mit einem Bart. Kennt ihr Caillou? Dieses komische schwule Baby auf einem von den Kindersendern, was irgendwie AIDS hat oder sowas? Voll krank. Ich hab's noch nie gesehen, aber ich kenne es von Facebook. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Das sind so Sachen, Caillou und Dora und was ich was, das spricht sich rum. Ja, wer hat sich denn gestritten? Father Ater and his apprentice brother Wolf. They were inseparable. Like a true father and son. It was a shared love of alchemy that brought them together. But since their work repairing the village well, they've been acting tense, even hostile. Just this morning I saw Ater fetching water. But now he's gone. Mitharu, save us all. You're free to search the bunkhouse. Please, if you can shed any light on this tragedy, we'll do all we can to assist you. Gut, wir sollen jetzt ins Bankhaus gehen. Ich weiß zwar nicht, wie man das übersetzen würde. Okay, das ist für mich ein Brunnen, kein Bankhaus. Ja, gut. Wenn das Spiel meint, das ist ein Haus, dann ist das für mich halt auch jetzt ein Haus. Gehen wir in den Brunnen. Und da haben wir Junk. Kristalle müssen wir sammeln. Das macht total viel Sinn. Kobolde sind hier im Brunnen. Das macht auch voll viel Sinn. Fick dich, du Mistviech. So, das ist mal Battle Frenzy. Jetzt will ich aber mal hier was sehen. Jetzt müssen wir mehr Damage machen. Und bei der Waffe ist ja diese Rutsch-Kombo-Tatsache gut, ey. Boah. Die ist ja richtig gut. Invigorating Daggers. Die sind grün, die nehmen wir mit. Nehmen wir nicht als Junk. Gold. Ja, und Kräuter. Und ich bin immer noch im Überlegen, skill ich nur Alchemie irgendwann mal? Achso, ich... Was ist denn das hier? Eine Falle?
Achso, ich kann auch keine... Doch, ich kann's. Ich würde schon sagen, ich kann noch keine Fallen entschärfen, aber kann ich ja. Anscheinend. Deswegen habe ich sie wahrscheinlich auch nur gesehen, sonst wäre die wahrscheinlich nicht angezeigt worden. Ja, spieß mich auf, du Fickvieh. Auch das macht ja nicht viel Damage. Ja, ich denke mal, Alchemie werde ich irgendwann von einem Lehrer. Das machst du sehr schön. Schüttel deinen fickartigen Körper. Für mich. Was ist das denn? Der hat sich mal verformt. Kann man hier irgendwie... Ich will nicht die Waffe wechseln, ich will ranzoomen. Geht das? Naja. Jetzt haben wir halt da so einen Bumsklumpen erzeugt. Ein sehr hübscher Typ. Aber interessant, ich kann mit dem Mausrad die Waffen wechseln, das wusste ich gar nicht. Was ist das hier? Ja, entschärfen wir halt mal. Bringt mir zwar nichts. Aber wenn wir das schon können, dann machen wir das. Irgendwie ist die Waffe ganz schön krass. Ja, ich möchte natürlich den Fade-Modus aktivieren für die leichtesten Gegner, die mir gerade mal wieder ein Drittel von meinem Leben abziehen. Mit einem Schlag. Mit einer Combo. Easy. Ja, irgendwie ist es... Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wenn ihr das schaut, öfter. Aber irgendwie... Wenn dann ein Schloss ist mit Easy, dann breche ich immer einen Dietrich ab. Wenn es hart ist, dann nicht. Potent Griefs. Jetzt haben wir die richtigen Potent Griefs hier. Nicht die mit Magie-Scheiße, jetzt haben wir die mit Leben. So. Leben für Krieger, das ist perfekt. 30 HP, weil wir sonst natürlich jederzeit sterben könnten. So viel Schaden, wie wir hier mal kassieren. Ich finde das erbärmlich, dass der Hard-Mode so einfach ist. Der war nur... Die ersten 3-4 Parts war er schwer. Oh, toll. Das war knapp. Das ist ja fast in die Bärenfalle gerollt. Auch wenn ich nicht weiß, wie man da ausweichen sollte, wenn man da reingerollt wäre. Lass es doch mal. Also nehmen wir mal an, der Sprung wäre so gescriptet gewesen, dass man in die Bärenfalle fällt und stirbt. Was würde man denn machen? Gar nichts. Ich muss mir neue Dietriche kaufen. Ich habe nur noch 10. Und irgendwie breche ich ja gerade alles ab für wertlose Items, die in Kisten auf mich warten. Schwimmen. Toll. Ich meine, das Schwimmen in dem Spiel ist nicht schlimm. Das soll man jetzt nicht falsch verstehen. Ich finde, das ist eigentlich ganz gut, dadurch, dass man nicht tauchen muss. Man kann halt schnell und langsam schwimmen, aber irgendwie ist Wasser trotzdem immer noch eklig. Also, ja, in Spielen. Das ist halt scheiße. Es ist Wasser, es ist keine Scheiße. Auch das war wieder sehr gut formuliert von mir. Aber... Ach. Halt einfach die Fresse. Hört eh keiner zu, wenn du laberst. Nee, aber so halt... Ich meine, Schwimmen, das wirkt immer langweilig in Spielen. Claudia Eisschad. Toll. Genau das habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. Schade, dass heute noch nicht Weihnachten ist. Heute ist September, irgendwas. 10. glaube ich. Du bist tot. Ja. Du bewirfst mich mit Granaten, die keinen Schaden machen. Da hinten kommen noch Freunde von dir an. Jetzt kriegen wir unseren komischen Skill hier mal richtig hochgesteckt, der unseren Damage erhöht. Lass das. Mann. Was war das denn? Da war doch gar nichts. Ich krieg hier was ab. Die Explosion war ganz woanders. So, easy. Achtung, easy Kiste. Wir brechen mindestens einen ab. Es war so klar. Stahl. Großschwert. Ja. Ich muss gleich mal den Junk zerlegen. Wir sind voll. Fayblades of Craft. Kann ich natürlich nicht mehr ins Junk tun. Muss erst destroy. Wow, 10 Items, nicht mal 80 Gold bekommen. Was haben die denn drauf? Crit Chunks.
Ach so, dadurch, dass meine Hardy Chuck Rumps abgelegt habe, muss ich jetzt diesen Stab behalten. Wir müssen ja mal ein Item mit Feuerschaden dabei haben, falls Spinnenweben kommen. Ja, habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich die Chuck Rumps weggepackt habe. Very easy, da brechen wir jetzt bestimmt noch mehr ab. Oder auch nicht. Wieder Müll, den wir nicht brauchen. Obwohl, das Schild, das gucke ich mir gleich mal an, das ist mal in Blau. Wir haben ja nur ein grünes Schild. Aber ein potentes Schild wäre gut. Halt mit 30 Leben. Das ist irgendwie bis jetzt so das beste Set, finde ich. Obwohl es ja nicht mal ein Set ist, es ist ja einfach nur so... Ja, es ist halt... Lebensitem-Dingens. Schauen wir uns das Ganze mal an. Schilde sind unten, da haben wir gerade das hier. Und das hat... Crap. Geil. Naja, hätte ja gut sein können. Das wird nix. Und wir haben eine Easy-Kiste geöffnet, ohne ein Schloss-Dingens abzubrechen. Ein Dietrich. Mann, da war gerade das Wort weg. Schrecklich. Ah, wir müssen noch einen Kristall finden. Ich wette, den hat ein Kobold. Ich kann mich an dieses Gebiet gar nicht erinnern, obwohl ich die House of Ballads Quest schon gemacht hatte. Was so krass spannend war, das Gebiet jetzt auch nicht, dass man sich das merken müsste. So, hier gehen wir an Land und dann haben wir da eine Leiche. Eine Leiche eines irgendwas ist. Ach, der lebt sogar noch. Hallo Krüppel. Bruder Wolf, komm her, steh auf. Dein Kopf ist grün. I don't know who you are or how you found me, but you will not have the crystals. They are mine. Don't make me kill another. Ich hab doch schon drei Viertel der Kristalle, was willst du denn von mir? Du hast den Ether getötet. I had no choice. He was trying to destroy the crystals. He didn't understand that we've been chosen, that the crystals wanted us to possess them. The strange woman was right. She knew the crystals' power. That's why she wanted them. But we told her nothing. When she left, Father dropped the crystals back into the well. But they sang to me. Told me to kill him. Ach man, halt die Fresse, du Freak. Their voices are so beautiful. Ja, können wir ihn entzaubern. Oh, Father Eter, what have I done? I never meant anyone harm. Especially not the Father. Please, you must help me destroy the crystals. Stop the corruption. My whistle may help you find them. I use it to speak to the crystals, sing to them. I am not a bad man, just a weak one. I will pay for this sin for the rest of my life, however long I wish that to be. Go! Okay, wir haben jetzt eine Pfeife bekommen, mit der er mit den Kristallen reden kann. Das macht überhaupt keinen Sinn. Weil er die Kristalle ja anscheinend vorher nicht kannte. Und dann auf einmal hat er die gekannt und hat natürlich direkt ein Werkzeug, mit dem er mit denen reden kann. Das macht alles keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, finde ich. Aber wir benutzen das mal da hinten. Oder müssen wir es hier auf der Insel benutzen? Wir benutzen das Ding mal auf der Insel hier und dann, wenn das nicht geht, benutzen wir es da oben bei diesem weißen Kreis auf dem Radar. Oder ist was Gelbes. Skelett, toll. Ich benutze das mal hier. Das müsste bei Items drin sein, denke ich mal. Hey! Das hat tatsächlich funktioniert. Das war ja spektakulär. Wir haben voll die krasse Gangster-Mucke bekommen. Locker Rain. Interessant, da waren wir auch noch nicht. Hey, das sieht ja aus wie das zweite Gebiet, wo wir waren. Was rollt da hinten schon wieder rum? Ist das ein Bär? Scheißegal, das ist ja uns tot. Wie ein Boss gehen wir da hin und schlachten es ab. Komm her, ein Bär. Lässt mich hier schön in Ruhe. Hier frisst meine Combo.
128 Erfahrung. Das ist aber nicht viel dafür, dass du ein Bär bist. Ja, brich ab. Und... Yay! Yeah. Kann ich nicht mehr tragen. Yay! Yeah. Ja, schieb mir deine Leiche rum. Komm her, Wichsbär. Ja, auf einmal friest er hier fest, oder was? Kann man den Wiesen nochmal angucken? Was ist das denn? Was macht der mit dem Bein? Haben wir ihm das Bein gebrochen? Der guckt nicht so freundlich. Ich glaube, dem gefällt das nicht. Jotun Chieftains. Giant Red Jotuns. Kenne ich nicht. Ich nix kenne in Jotun. Gucken wir mal. Oh, der ist groß. Der ist groß, den prügeln wir. Der hat aber einen kleinen Hammer bei. Lockpick. Ah, oh, hier kann ich nicht mehr tragen, Mann. Ich brauche doch welche. Falsch. Wenn mir irgendwas Weißes, das da kann weg. Das kann weg. Junk, Destroy. 16 Gold.